Hallöchen, meine lieben Liebenden. Ja, einige haben sich gemeldet in den Kommentaren der Wochenbotschaft und haben gesagt, jo, Cheyenne, guck mal wieder in die Liebe. Das machen wir und passend dazu hat sich Mr. Plüsch hier auch gerade hingelegt. Ne, Schatzi? Ja, er geht auf Wanderschaft. Oh, geht da jemand weg? Wir schauen in die Karten, wie immer. Alle weiteren Infos findet ihr auch wie immer unten in der Infobox. Ich nehme heute wieder das Seelenreise-Tarot und mein neues Lenny-Deck. Na, Schatzi, machst dich vom Acker? Ja, er macht sich kurz mal vom Acker. Mal gucken, wann er wiederkommt. Meistens dauert es ja nicht ganz so lang. Und dann würde ich sagen, wir starten in die Karten, gucken, was sie uns verraten. Ich bin auch schon ganz gespannt auf die Tagesbotschaft später, weil wir haben ja morgen Portaltagsserie 10 an der Zahl. Ich bin auch tatsächlich am Überlegen, ob ich den kommenden Sonntag auch eine Tagesbotschaft mache. Da könnt ihr mir ja gerne mal Kommentare hinterlassen, wenn ich das tun soll. Und dann nehme ich dann ausnahmsweise, weil wir eine Portaltagsserie haben, den Sonntag mal mit rein. Jetzt aber erstmal in die Liebe gucken. Liebes Universum, bitte jetzt ausschließlich liebevolle Karten. Das wäre sehr, sehr schön. Wir gucken mal, was wir bekommen. Ah, der Magier. Es geht um neue Entscheidungen, potenziell von einem Gegenüber. Wir haben hier den Park liegen. Oh, ich sehe gerade, ich habe so weit rausgezoomt. Sind die Karten ja viel zu weit weg. Ui. So. So ist schöner, gell? Ach, guck mal an. Das Herz, sie rein. Es steht im Feuer. Reicht dir hier jemand sein Herz, ihr Herz? Wir schauen hier meistens für die Ladies auf die Herren. Wenn du jetzt auf eine Frau schaust, dann dreh dir das bitte um. Okay, dein Gegenüber. Deswegen Magier ist grundsätzlich auch eher der männlichen Energie bzw. der Gegenüberenergie zugeordnet, weil ich habe hier drin ja auch eine Hexe, ne? Das kann dann dementsprechend auch deine Energie als Zuschauer sein. Dann haben wir hier das Spinnrad. Es darf etwas aufgedröselt. Guck mal. Da ist er ja, Mr. Plüsch. Mr. Plüsch, unser Schmusekater hier. Da haben wir die Lilien. Verbundenheit, die Harmonie. Und dann haben wir noch die Maske. Was liegt unter der Maske? Ah, oh, da bist du. Hier kann sich jemand nicht ganz eingestehen, dass du hier bei jemandem eventuell im Verborgenen liegst. Im Outcome haben wir das Kleeblättchen, das kleine Glück. Vielleicht ist es auch eine Situation, die sich jetzt hier über den Herbst, Winter bis ins Frühjahr hineinzieht, bevor hier Leichtigkeit eine Rolle spielt. Denn wir haben hier in der goldenen Mitte quasi noch mit dem Spinnrad jede Menge Arbeit liegen. Das Ganze klären wir dann mal, wie gewohnt, mit dem Tarot. Liebes Universum, was kriegen wir jetzt zum Magier? Die Münzkönigin fällt in den Schatten. Klären wir. Rad des Schicksals fällt ebenfalls in den Schatten. Ha! Ich habe gerade einen Gedanken gefragt, ob das deine Energie ist. Und das Rad des Schicksals ist ein eindeutiges Ja. Jetzt haben wir hier eine Thematik. So. Irgendwas ist hier gerade unsicher mit dir. Bei dir. Das Rad des Schicksals im Schatten ist nämlich auch so Ohnmacht, Widerstand. Eine Chance, die verpasst werden kann. Allerdings liegt die Münzkönigin, wenn sie in dem Schatten fällt, im Misstrauen. So, es kann natürlich jetzt sein, dass er weiß, dass du misstrauisch bist. Wie ich schon sagte, ne, der Magier muss eine neue Entscheidung treffen, muss in sein volles Wirken kommen. Der ist ja ähnlich wie der Magier im Tarot. So, entweder weiß dieser Mensch, dieses Gegenüber, dass du aufgrund der Vorgeschichte, die ihr schon hattet, ich nehme hier eindeutig eine Vorgeschichte wahr, misstrauisch bist. Ja? Es kann allerdings auch sein,
dass du selber ein bisschen im Sicherheitsbedürfnis bist. Was natürlich auch nicht ungewöhnlich ist, wenn sich das Gegenüber hier schon mal rausgezogen hat. Deswegen auch das Misstrauen, ne? Weil wie gesagt, hier ist so Widerstand gegen die Veränderung, Misserfolg, Behinderung angezeigt, ne? Unehrlichkeit und auch diese Thematik, ne? Verantwortung für vergangene Handlungen übernehmen wollen. Deswegen habe ich auch vorher schon diesen Impuls gehabt, so, das ist hier schon eine Vorgeschichte zwischen euch beiden gelaufen. Also ich würde mal fast sagen, hier hat jemand monstermäßig Bockmist gebaut, aber so richtig schön vom Feinsten. Ja. Wir gucken weiter. Der Eremit. Ja, Rückzugsenergie, um sich selber und auch Klarheit und Wahrheit zu finden. Beziehungsweise, wir klären das mal, ist das hier das Gegenüber, was jetzt in die Wahrheit kommt? Sich selber reflektiert. Ja, eindeutig. Eindeutig das Gegenüber. Letztendlich mit den Liebenden geht es ja auch um die Transformation. Transformation in dem Fall, weil wir jetzt auf die Liebe schauen, der Liebe. Transformation des Herzens, Vertrauen, Gewinn in die eigenen Emotionen, sich auch erlauben zu verlieben, ja, und dementsprechend auch mit Verantwortungsbewusstsein dementsprechend vorwärts gehen, auch auf aktiv auf dich zugehen, ne? Wir haben ja hier schon den Park drin liegen, was eben auch für ein Treffen steht, ein öffentliches Treffen. Und durchaus auch Nachrichten, die auf dich zukommen bezüglich einer Einladung. Ja, also hier hat jemand verdammte Scheiße gebaut. Man kann das auch nicht schönreden. Ja, wir sind alles erwachsene Menschen hier. Wir sind keine Kinder. Kann man auch mal ein bisschen salopper unterwegs sein. Ja, wie gesagt, gegenüber eindeutig hier derjenige, diejenige, die verantwortungslos war, die nicht gut mit dir umgegangen ist und dass deswegen einfach auch dieses Misstrauen eine große Rolle spielt und das daraus entstandene Sicherheitsbedürfnis. Weil was ist, wenn du diese Menschen nochmal in dein Leben lässt? Haut er sie wieder ab? Ja, oder baut wieder Bockmist, verleugnet dich. Warum sage ich das gerade? Ich weiß es nicht. Ja, Verleugnung könnte ein Thema sein, dass er, ne, weil wir das hier auch noch so ein bisschen liegen haben, dass er zum Beispiel auch nicht, wenn euch Freunde über den Weg gelaufen sind, euch dich zum Beispiel nicht als seine neue Bekanntschaft oder wie auch immer vorgestellt hat, sondern irgendwie nur als Kumpeline, ja, oder als Kumpel, wie auch immer. Und dass das natürlich auch ein großer Vertrauensbruch ist, ist völlig verständlich, ja. Ja, mit den Liebenden muss man sich natürlich auch entscheiden für die Liebe. Und jetzt haben wir hier den Scheideweg angezeigt. Ja, zwei der Schwerter, die Verleugnung der Realität, die unterdrückten Emotionen, natürlich auch eben die beunruhigenden Umstände, die sich hier gerade zwischen euch ja, gestaltet haben. Allerdings zeigen sich hier auch schon Gespräche. Gespräche, Diskussionen, das kann durchaus sein, dass du hier mit ihm nochmal richtig hart ins Gericht gehst. Wäre nicht verwunderlich. Letztendlich wird hier mit dem Wagen aber auch eine Widrigkeit überwunden und es geht in einen Neuanfang. Ja, sagen wir es mal so, er schwingt sich auf sein Pferd oder in seinen Wagen und fährt. Ja, hier haben wir Fantasie und Schwärmerei, allerdings auch viele Optionen. Gucken wir weiter mit den 7 der Kelchen. Was kriegen wir hier noch? Die 4 der Münzen und der Ritter der Schwerter. Ja, in dem Fall kann man wirklich sagen, ihr trefft euch hier, setzt euch an einen gemeinsamen Tisch. Und ich sagte ja schon, hier geht es ein bisschen hart ins Gericht. Ne? Schwertritter ist natürlich auch eine sehr schnelle Energie. Allerdings auch Argumente, Kritik. Ja, dass ein Umdenken stattfinden kann. Und letztendlich ist es ja auch irgendwo Fantasie, unklare Emotionen, emotionale Verwirrung und halt auch die Verlockung der Versuchung, die dafür sorgt, dass hier die Notwendigkeit entsteht, sich einfach auch vorwärts zu bewegen, auch wenn das Gesamtbild noch nicht bekannt ist. Ne? Man weiß nicht, wo geht das hin, wo geht die Reise hin. Ist hier nochmal ein Fenster offen für die Liebe oder
ist der Zug komplett abgefahren. Da hast du natürlich auch deine Entscheidungsgewalt. Du entscheidest, ob du dich mit diesen Menschen nochmal vereinst oder nicht. Ja? Aber die verlockende Versuchung ist da, gefühlt hier auf jeden Fall auf beiden Seiten, sich hier an einen Tisch zu setzen und zumindest erstmal zu klären, ob es danach gemeinsam weitergeht. I don't know. Wir schauen mal. Drei der Münzen im zwischenmenschlichen Aspekt ist natürlich schon so das Thema, ne, sich kennenlernen, sich näher kommen, gemeinsam Dinge teilen, aber auch zuhören. Und es geht natürlich auch mit den Drei der Münzen so ein bisschen um das Thema Wertschätzung, den Wert erkennen, den Wert einer Partnerschaft erkennen, den eigenen Wert erkennen, auch das ist wichtig, ja, sich nicht unter Wert zu verkaufen, auch in einer Partnerschaft nicht und jetzt nicht aus einer Bedürftigkeitsenergie heraus sich auf irgendjemanden einzulassen, nur weil dieser gerade verfügbar ist. Mit dem Wissen im Hinterkopf, naja, das wird doch sowieso nichts, ne? Das geht doch eh schon wieder in die Hose, dann schafft man sich natürlich sein eigenes Karma, ja, deswegen ist es immer, ne, also gerade solche Energien, wenn es um, ja, Wiedervereinigungen geht, ist natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ja. Ich bin nämlich deswegen auch immer sehr vorsichtig, weil ich natürlich ein gewisses Verantwortungsbewusstsein der Community gegenüber habe. Und ihr wisst, dass ich auch mal sehr hart sein kann, auch in den Kommentaren, wenn ich sage, nee, ist nicht deine Legung, ne, weil du dir so unendlich wünschst, dass hier jemand wiederkommt, der nicht gut zu dir war. Und da muss ich auch immer intervenieren und sagen, hey, warum trauerst du jemandem nach, der nicht gut zu dir war? Ja, hier hat zwar jemand Bockmist gemacht, aber das ist jetzt hier nichts, was irgendwie extrem verletzend war, sondern hier hat sich halt gefühlt für mich immer jemand rausgezogen. Weil Rad des Schicksals im Schatten ist natürlich auch so. Hier sind Belastungen angezeigt, ne? Karmische Lektionen, karmische Aufgaben angezeigt, ne? So schädliche Verhaltensmuster. Hier war vielleicht auch immer eine Störung bei diesem Menschen im Leben, weswegen er sich nicht ganz fokussieren konnte. Das war jetzt aber nichts, was auf Lug und Betrug hindeutet zum Beispiel oder dass er dich abgezockt hat oder sonstiges dergleichen. Ja, also da muss ich wirklich sagen, bleibt bitte ganz ehrlich zu euch selbst. Ja, weil ich bin ehrlich, ich möchte mich nicht mit einem Kerl einlassen, der so dermaßen Scheiße gebaut hat, dass ich ihn nicht mal mit der Kneifzange anfassen würde. Ja, also da muss man realistisch bleiben. Deswegen noch mal kurz mein kleiner Einwand hier, bevor wir jetzt weitermachen. Gut. Wir schauen hier aufs Herz hinein. Was kriegen wir denn da? Der Magier. Das Wirken, die Intention. Ja, Magier, ne? Mhm. Zurück in den Mut, zurück in die Willenskraft. Mit geordneten Gedanken. Ja, hier könnte man wirklich sagen, jemand reicht dir das Herz. Kommt hier jetzt mit klaren Gedanken auf dich zu. Ist zur Besinnung gekommen und hat sich vor allen Dingen auch Ruhe und Erholung gegönnt. So, wir haben ja hier, wie gesagt, auch immer Störungen. Ne? Störungen, vielleicht war auch die Arbeit das große Thema, dass er oder sie aufgrund der Arbeit den Kopf nicht frei hatte. Weiß der Geier, auf jeden Fall war es jetzt nichts Hochdramatisches, aber dieser Mensch hat sich immer wieder rausgezogen und das reicht alleine schon, Bockmist. Ja, das kann man von vornherein sagen und kann sagen, hey, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, ich möchte dich zwar gerne kennenlernen, aber das ist gerade ein bisschen knapp im Zeitmanagement. So, also, hier ist jemand zur Besinnung gekommen, kommt zurück in sein Wirken, hat seine Selbstliebe auch ein bisschen erneuert, seinen eigenen Wert, ja, erkannt, ist wieder zu Kräften gekommen und lässt hier auch noch los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hat hier die Seele baumeln lassen. Ja, lässt los, damit Neues angenommen werden kann. Und so ist es auch im Leben, ne? Bube der Kelche. Bube der Kelche ist natürlich die sehr junge Energie der Liebe. Ja, eine neue Liebe, neue Gefühle, die Verliebtheit, neue unerwartete Wege, die sich eröffnen und eben auch das offene, fröhliche Herz, was der Bube der Kelche mitbringt. Also, wenn das hier der gleiche ist, das kläre ich jetzt gleich mal, weil Bube der Kelche steht auch gerne mal für jemand Neues. Wenn das hier derselbe Mensch ist, dann
erkennt er oder sie definitiv, hier sind Gefühle. Da lässt sich nichts verändern. Aber wir fragen trotzdem mal rein. Nicht, dass du hier jetzt in der Zwickmühle bist zwischen Mr. Plüsch und Mr. Finsterflausch. Ist das hier jemand Neues? Zwei der Stäbe ist tatsächlich ein Ja. Es ist jemand Neues, weiteres Neues im Spiel. Das heißt, wir haben hier eventuell zwei Kandidaten. Auch das kläre ich nochmal. Wenn nicht, dann hast du hier einen Schlussstrich gezogen. Sind das hier zwei Menschen, die jetzt in deinem Feld rumschwirren? Sind es zwei Menschen? Ja. Zwischen den Stühlen. Ja, ich glaube, das sollte ich mir mal kurz aufschreiben. Zwischen den Stühlen. Oder ich merke mir das. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Also, wir haben jetzt nicht nur den Magier, der wieder in sein Herz kommt, sondern wir haben hier auch noch jemand Neues. Und jetzt stehst du hier im Widerspruch mit den zwei der Stäben und weißt nicht, was du machen sollst. Ja, 10 der Kelche, das Gefühlshoch, die Hochzeit, das wunschlos zufrieden sein und in Harmonie mit der Gemeinschaft sein. Und hier zeigt sich auch tatsächlich die emotionale Sicherheit und die ganz große Liebe. Wir haben ja jetzt hier schon das Thema Karma auf der einen Seite liegen, Seelenverwandtschaft hier auch nochmal mit dazu liegen. Jetzt ist natürlich die Frage, mit welchem möchtest du dich ans Spinnrad setzen? Wir gucken mal weiter. Und da haben wir nämlich das Thema Lug und Betrug. Beziehungsweise List. Ja, so ganz ehrlich bist du nicht, ne, Herzelein? Das muss ich mal so sagen. Jetzt wird's hier laut, Hubschrauber. Kelchkönigin ist ein bisschen ablenkbar. Sie ist, also grundsätzlich bist du hier eine sehr schöne, zarte, ehrliche und weise Frau, Person generell, sehr fürsorglich, empathisch und hingebungsvoll. Allerdings bist du hier komplett auf die Seite gefallen. Das heißt, hier ist auch noch ein bisschen das Sprunghafte angezeigt. Ja, wir haben das Thema Bestrafung hier nämlich auch schon liegen. Also da ist bei dir auf jeden Fall auch noch ein Thema. Ja, so ganz klar bist du mit deinen Emotionen tatsächlich auch nicht. Und mit dem Spinnrad und den 7 der Schwertern ist hier auch ein bisschen die Täuschung angezeigt. Ne? Also hier zeigt sich auch ein potenzieller Verlust. Wir gucken mal weiter. Schwertkönig, okay. Ist das der Magier? Ja, der Schwertkönig ist der Magier. Gepaart mit dem Münzkönig. Wir haben hier die Erde und die Luft liegen. Jemand, der auf der einen Seite das typische Arbeitsthema mit sich bringen könnte. Allerdings, was die Arbeit angeht, sehr traditionell ist, während der Schwertkönig eher innovativ ist, intellektuell ist. Wir haben hier jemand Langsames, Gemächliches und auf der anderen Seite schon jemanden, der sehr stürmisch sein kann. Wir fragen einfach mal rein. Also wir haben hier jemanden, der durchaus schon viel erlebt hat. Ich hätte gerne mal zum Buben der Kelche zwei Karten. Was ist der Bube der Kelche für ein Mensch? Okay, jemand, der am Loslassen ist, auf der einen Seite gerne neue Wege gehen möchte, auf der anderen Seite die Täuschung und die Gefahr mit sich bringt. Neun der Münzen im Schatten. Ist Abhängigkeit jemand, der sich erfolgreicher darstellt, als er oder sie tatsächlich ist? Jemand, der
möglicherweise auch, ja, an deine Moneten möchte. Also wir haben hier eine kleine Warnung in den Karten, tatsächlich. Du stehst zwischen den Stühlen. Wir haben auf der einen Seite jemanden, der Wohlstand mitbringt und auch mentale Klarheit. Und auf der anderen Seite jemanden, mit 8 der Kelche, da lässt man gerade los. Emotionales Loslassen ist auf der Suche nach neuen Wegen. Das Thema Verlassenheit spielt hier auch mit. Also da möchte jemand dich als Lückenfüller vielleicht oder für eine emotionale Leere oder wie auch immer. Ja, und vielleicht liegst du deswegen hier auch gerade quer als Königin der Kelche, dass du zwar auf der einen Seite sehr weise bist und eine sehr gute Intuition hast, auf der anderen Seite aber tatsächlich auch irrational unterwegs bist. Und da kann ich dir jetzt hier als Tipp nur mit auf den Weg geben, wenn du bei einem Menschen das Gefühl hast, nicht du zu sein, dann ist das deine Intuition, die dich schon warnen möchte. Wenn du so ganz komische, ich will fast sagen ekelhafte Empfindungen reinbekommst. Obwohl dieser Mensch nichts getan hat, aber hör da drauf. Das ist deine Intuition, die möchte dich hier warnen. Das ist das Thema, was hier reinkommt. Weil das Ding ist, ja, du bist ja hier auch gerade noch durch diese Geschichte hier mit ihm so ein bisschen, verletzlich, ne? Kelchkönigin im Schatten. Verletzlich, hier, wie gesagt, auch misstrauisch und etwas unvernünftig unterwegs tatsächlich aufgrund der Verletzungen. Und diese Unvernunft könnte dir hier so ein bisschen, ein Bein stellen, sagen wir es mal so. Deswegen, wenn du so ganz komische Feelings hast, vertraue diesem Gefühl und zieh dich von den Menschen zurück. Wenn wir uns mit Menschen, mit so Energievampiren, irgendeine Form der Energie, sei es emotional oder auch materiell, möchte dieser Mensch, wenn nicht sogar beides, ja, der möchte dich wie ein Vampir aussaugen. Wenn wir uns mit Menschen umgeben, die nicht gut sind und wir sind sehr energetisch empfangsbereit, ja, dann äußert sich das auch in körperlichen Symptomen. Vielleicht wird dir schlecht, wenn du mit diesen Menschen zu tun hast oder du hast im Nachgang Kopfschmerzen oder im Nachgang hast du Übelkeit oder du kannst mit Sod brennen. Das sind solche Dinge, da will was raus, ja, da will dir dein Bauch, dein Kopf, dein ganzer Körper will dir etwas mitteilen oder du bist nach einer Verabredung mit diesen Menschen total erschöpft, ja. Auch wenn du es vielleicht in dem Moment nicht greifen kannst, weil du verletzlich bist und hier gerade zwischen den Fronten stehst, das sind Warnsignale. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man nach einem langen Tag mit Freunden, dass die soziale Batterie leer ist. Das kennen, glaube ich, viele Menschen. Ja. Hier haben wir wirklich körperliche Symptome von Übelkeit, Kopfschmerzen, bleiernder Müdigkeit, wenn du dich mit einem Menschen oder mit diesem Menschen hier getroffen hast. Weil der hier auf emotionale oder materielle Energie deinerseits aus ist. Deswegen hier auch diese Schräglage. Ja, bist unklar in deinen eigenen Emotionen. Das heißt, der Betrug zeigt sich hier schon. Jetzt geht es aber darum, das Chaos aufzudröseln. Ja, also Schwertkönig, Münzkönig ist höchstwahrscheinlich ein wirklich viel beschäftigter Mann und das Problem ist halt auch die Schwertkönig-Energie, der möchte Dinge geklärt haben. Mit dem Münzkönig ist das schon jemand, der langfristig orientiert ist. Ja. Allerdings hier ist dieser absolute Klärer drin und wir haben hier eine sehr verkopfte Energie auch. Ja. Wenig im Herzen. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er kam nicht dazu, im wahrsten Sinne des Wortes, dir hier den Hof zu machen. Wir gucken mal weiter. Was kriegen wir denn hier zum Mr. Plüsch? Da fällt was in den Schatten. Der Gewohnheitstrott. Münzritter. Ja, hier ist so ein bisschen Nachlässigkeit angezeigt beim Mr. Plüsch. Mit der Kraft aber
Die Kraft, die Geduld, die Ausdauer, das Rückgrat. Ja, Gewohnheitstrott, ne? Es kann durchaus sein, dass Mr. Plüsch hier in seine alten Verhaltensmuster zurückfällt. Gut, mein Mr. Plüsch ist hier sehr, sehr kuschelig und schmusig. Aber wir haben hier schon so ein bisschen Arbeitsprobleme angezeigt, ne? Und die Tendenz, ja, zu konventionell zu sein und nicht über den Tellerrand hinaus zu blicken. Und wir haben hier auch die Workaholic-Energie liegen. Also das ist wirklich so eine Thematik, das Thema Arbeit, das muss er hier, oder auch sie, aber bleiben wir jetzt mal beim er, das muss er wirklich lösen können, wenn er bei dir, wenn er dir den Hof machen möchte. Weil er kann dir nur den Hof machen, wenn er auch da ist. Das ist so. Ja, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das wissen wir. So, das heißt, er muss lernen, ich meine, der gesunde Menschenverstand liegt hier schon, er muss lernen, im wahrsten Sinne des Wortes, sich Zeit für dich frei zu schaufeln. Ansonsten wird das nichts. Weil das schafft natürlich auf Dauer ein Thema. So, jetzt liegt hier erstmal nur das Misstrauen drin, das Sicherheitsbedürfnis. Nichts, was man nicht wieder wenden kann, um Gottes Willen. Aber wenn sich hier immer wieder jemand rauszieht, auch wenn es nur wegen der Arbeit ist, dann reicht es schon. Ja, nach dem Motto, wir sind um 20 Uhr verabredet, schaffe ich auf jeden Fall. Und ja, 10 vor 8 klingelt dann das Telefon. Ich schaff's doch nicht. Ne? Ich habe noch 3 Milliarden Stapel Akten auf dem Tisch liegen. Da muss er sich tatsächlich freischaufeln lassen. Ist vielleicht auch tatsächlich so ein Mensch, der schwer Verantwortung abgeben kann. Ja, weil er klärt selber. Normalerweise Münzkönig-Energie an sich, der unterrichtet, der lehrt, der bringt seinen Menschen bei, seinen Mitarbeitern, Kollegen, wie auch immer, wie was zu managen ist, damit er sich auch rechtzeitig rausziehen kann. Schwertkönig möchte gerne am liebsten alles selber machen. Ja, kann sich schwer losreißen. Hat aber offensichtlich Interesse an dir, sonst würde er sich jetzt hier nicht wieder melden. Ja. Aber verfällt wieder in alten Gewohnheitstrott. Fühlt sich dann natürlich auch zu sicher, ne? Ja, dann liegt die Lernaufgabe hinter. Hierophant. Muss er lernen, nützt ja nichts, ne? Er muss sich selber fragen, was macht Sinn in seinem Leben? Ja, wonach sehnt er sich? Was möchte er gerne umsetzen? Es geht auch um die moralischen Wertvorstellungen. Ja, er ist sehr traditionell, gar keine Frage. Hat vielleicht auch ein Familienunternehmen. Aber er muss lernen, die Führung auch mal abzugeben. Ja, zumindest wenn er sich hier mit dir liieren möchte. Ja, und da steckt halt die Lernaufgabe hinter. Wie gesagt, wir haben ihn hier auch als Mr. Plüsch liegen. Das heißt, er ist eine grundehrliche Haut, hat aber einfach ein Problem mit Überarbeitung. Ja, wir schauen mal. Was kriegen wir hier zu den Lilien? Winterenergie, da haben wir das Gericht. Da liegt eine Entscheidung an. Da liegt auch die Ehrlichkeit drauf, die Transparenz. Ass der Kelche. Lernen, die Gefühle nicht zu unterdrücken. Wo ist sie hingeflogen? Und der Stern fällt hier auch noch in den Schatten. Ja, also, wir haben ja auf jeden Fall die Verletzlichkeit liegen, wir haben die Unzufriedenheit liegen, wir haben die nicht erwiderten Emotionen liegen, die falsche Liebe liegen. Und mit dem Stern normalerweise ja auch Heilungsenergie, ein Weg der Heilung, haben wir Vertrauensverlust liegen, bedrückte Hoffnung, Enttäuschung, ja, verpasste Chance. Ich frage jetzt mal konkret rein, weil grundsätzlich geht es ja hier um Harmonie, um Verbundenheit und hier auch um Ehrlichkeit. Hat der gute Herr das Gegenüber in einer vergangenen Partnerschaft mal das Problem gehabt, emotional enttäuscht geworden zu sein? Der Tod ist ein Nein. Okay. Woher kommt es dann? Das kommt aus seiner Familie. 10 der Münzen im Schatten und 4 der Kelche.
Emotionale Unterdrückung ist das erste Wort, was mir hier reingekommen ist. Viele Familienprobleme, generell immer die Jagd nach Luxus und Status. Auch so eine negative Energie rund um Reichtum. Er hatte wahrscheinlich auch mit Menschen zu tun, die sehr unreif waren. Hier liegt allerdings die Transformation mit dem Tod drin. Der hat wahrscheinlich keine Liebe gelernt in seiner Kindheit und wurde zum Arbeiten gedrillt. Hat gelernt, dass er eher nur was wert ist, wenn er erfolgreich ist. Wenn er einen Status hat. Und deswegen ist er hier so fanat ins Arbeiten. Das konnte er bis dato auch nicht ablegen. So, jetzt kommst du ins Spiel als Lehrmeisterin. Ist doof, ne? Ich weiß. Du bringst die Erde mit, du bringst das Wasser mit, unabhängig davon, ob sie jetzt in den Schatten gefallen sind oder nicht. Das heißt, du bringst fruchtbaren Boden mit dir. Dieser fruchtbare Boden ist natürlich irgendwo auch Verlockung. Ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist Verlockung, weil mit fruchtbaren Böden kennt er sich eigentlich aus, zumindest im Beruflichen, allerdings nicht im Zwischenmenschlichen. So. Er hat es in den vorherigen Partnerschaften nicht geschafft, in die Liebe zu finden, weil das auch eher Partnerschaften waren, die darauf ausgelegt waren, dass er arbeitet, die andere Seite nimmt. Er ist ein wunderbarer Ernährer, gar keine Frage. Er ist auch jemand, der sehr geduldig und entschlossen ist, sehr warmherzig, selbstbewusst, sehr großes Wissen hat, kann unglaublich gute Gespräche führen, aber bringt eben halt auch diese strenge Disziplin mit. Ja. Und jetzt haben wir hier die mangelnde Erdung, die falsche Liebe, die gelöst werden möchte. Ja. Und dass hier wirklich Altlasten rausgehen können. Und deswegen ist das ja hier auch sehr passend mit der Maske, dass er das verbirgt, dass er dich begehrt. Deswegen schauen wir mal, was wir jetzt hier bekommen. Ja, Begehren, ne? Der Mond. Die Sehnsucht. Der Seelenzustand. Die Gefühle. 6 der Stäbe im Schatten. Ja, der Pessimismus. Der Groll, die Selbstzweifel, der Misserfolg, das Leerausgehen. Allerdings auch die Angst. Die Angst vor Ablehnung. Die Angst emotional, aufgrund der emotionalen, muss es sagen, wie es ist, ne? Emotionale Unreife, auch nicht vorwärts zu kommen, ne? Hier leer auszugehen. Ja, die Karte der Vergangenheit. Und da haben wir auch wieder die Seelenverwandtschaft liegen. Seelenverwandtschaft, karmische Verbindung, Karma auflösen. Vielleicht kannst du dich auch ein bisschen in ihm wiederfinden durch diese Energie. Vielleicht hattest du selber auch so ein Thema, deswegen kann das jetzt hier eine gute Spiegelsituation sein, dass du ihn verstehst. Wichtig ist allerdings, denkt immer daran, wir triggern unbewusst die andere Seite. Wie gesagt, du mit deinem fruchtbaren Boden, das machst du auf ganz natürliche Art und Weise. Da musst du nichts für tun. Das ist deine Natur. Weil normalerweise bietest du Sicherheit und du bietest Emotionen. Dieser Mensch bietet auch Sicherheit und den klaren Verstand. Letztendlich ist die Erde das Fundament, der Boden, das, was euch beide verbindet. Ja, ihr seid beides Menschen, die Plattformen bieten für andere Menschen.
Halt bieten für andere Menschen. Während du mit dem Herzen agierst, agiert dieser Mensch mit dem Verstand. Also schon eine sehr gute Symbiose, die hier stattfindet. Und wir haben hier ein Vergangenheitsthema, was gerne aufgelöst werden möchte. Damit hält er hier aber noch hinter dem Berg. Das verbirgt er, genauso wie auch die Sehnsucht nach dir. Aber du bist in seinen Gedanken. Wir schauen mal, was wir hier zum Kleeblatt bekommen. Oh, Kelchkönig. Kelchkönig. Ich habe gerade gefragt, ist der Kelchkönig er hier? Die Gerechtigkeit ist ein Ja und die Neun der Kelche ist ebenfalls ein Ja. Und ich habe ja gesagt, karmisch, ne? Gerechtigkeit, Karma, Verantwortung übernehmen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, weiterzugehen. Ne? Das Schwert runterzunehmen, blindes Vertrauen zu lernen, zu wissen, alles ist im Gleichgewicht, alles ist im Geben und im Nehmen. Vielleicht macht ihm das auch Angst, dass du für deine eigene finanzielle Sicherheit sorgst. Vielleicht hast du dein eigenes Haus, dein eigenes Business. Das Ding ist ja, er hat ja nie gelernt, dass Liebe verbindet, sondern er hat höchstwahrscheinlich nur gelernt, dass das Geld verbindet. Ist ziemlich scheiße. Ja. Das heißt, er kann auch schwer mit Frauen höchstwahrscheinlich was anfangen, die auf eigenen Beinen stehen. Das geht gegen seinen Verstand, weil er es nicht anders gelernt hat. Weil er hat ja nur gelernt, wertvoll zu sein, wenn er Geld mit nach Hause bringt. Wenn er erfolgreich ist, dann ist er was wert. Ja. Und nun kommst du daher mit deiner fruchtbaren Erde und deinen Gefühlen und machst ihn hier völlig wuschig. Wie jetzt, du? Du willst kein Geld von mir. Was soll ich denn sonst bieten? Und dann sagst du, dein Herz. Ich will nichts weiter als dein Herz. Und bis er das realisiert hat, vergeht einiges an Zeit. Aber dann kommt er hier im Frühling in seine Gefühle. Und das kann durchaus nochmal sehr anstrengend werden für den guten Herrn hier. Wir haben aber die Entscheidung, sich in die Gefühle hineinzubegeben mit den Neun der Kelchen. In die Erfüllung zu gehen, in die Liebe zu gehen und vor allen Dingen ins gute Karma zu gehen. Ja, eine Entscheidung im Namen der Liebe zu treffen. Über den eigenen Horizont hinauszugehen und sich einfach auch mal was Neues gönnen. Ja. So innovativ wie er auch ist, so sehr erdverbunden und in seiner Gewohnheit war er gefangen. Ist er auch noch. Ja, er ist noch gefangen. Bis er sich hier eingesteht, nee. Ich habe eine Sehnsucht nach dir. Ich kann es nicht mehr lange verbergen. Und wenn ich es nicht schaffe, mir hier die Maske runterzureißen, dann werde ich leer ausgehen. Das ist der einzige Grund, warum er sich hier gestattet. Ich sage es wirklich bewusst gestattet, weil wir haben das Thema hier am Anfang liegen mit den Liebenden. Sich bewusst entscheiden. Dass er sich hier gestattet, eine Entscheidung zu treffen und einfach mal glücklich zu sein. In seine Emotionen einzutauchen. Und dann hätten wir allerdings wieder die Kehrtwende. Dann ist er nämlich hier. Der Bube der Kelche. Das emotionale Baby, was laufen lernt. Und das kann auch mal bei einem älteren Mann der Fall sein. Wenn Menschen mit 30, 40, vielleicht sogar 50 das erste Mal richtig in ihre Emotionen eintauchen, dann sind sie wie kleine unbeholfene Babys. Sie müssen sich erstmal in dieser Umgebung zurechtfinden. Das vor kurzem erst zu meiner, was heißt vor kurzem, ich glaube letztes Jahr zu meiner Lou gesagt, wenn du in diese Partnerschaft kommst, dann bist du wie ein kleines Baby. Geh respektvoll mit dir um, gib dir Zeit, wenn du das erste Mal richtig in deine Emotionen reingehst. Wir haben das Thema dieses Jahr und sie erinnert sich immer an diesen Spruch.
und sagt, ich weiß noch, wie Cheyenne gesagt hat, ich bin ein Baby, was gerade laufen lernt. Und das macht es für sie leichter, als sich dahinzustellen und zu sagen, ich bin eine erwachsene Frau, ich muss das jetzt können. Nee. Wenn du nie richtig deine Emotionen gelebt hast, dann musst du einen Scheißdreck. Ja, sondern du darfst erstmal im Wasser laufen lernen, im seichten Wasser laufen lernen, bevor du richtig reinspringen kannst und schwimmen kannst. Das ist das hier. Ja, das ist das. Eintauchen in die Emotionen, obwohl ich schon das Gefühl habe, hier ist so ein bisschen überschwappende Energie, die durchaus ein bisschen beängstigend sein kann für den guten Herrn. Allerdings, ja, überschwappende Energie, ne? Und jetzt haben wir hier Strandsand. Womit kann man am besten eine Burg bauen? Mit nassem Strandsand. Und deswegen erkennt er selber, dass er hier die Möglichkeit hat, seinen Boden fruchtbar zu machen, indem er Wasser raufgibt. Und dann dementsprechend auch mit den Emotionen in gewisser Weise das Ass der Münzen kreiert und damit in diese neue Chance, in diesen soliden Neuanfang und in gewisser Weise auch diesen Grundstein hineingeht. Nun kann man natürlich auch sagen, hier mit dem Buben der Münzen ist ja die Erdenergie, die Erdmagie, ja, denkt er natürlich darüber nach, jetzt hier sein Königreich mit seiner Königin aufzubauen. Ja, hier kommen auch die guten Nachrichten rein. Ja, Vögelchen zwitschert schon was. Im Hintergrund scheint die Sonne, die Positivität, die Leichtigkeit, die Liebe. Ja, und er ist gut vorbereitet. Vor allen Dingen bringt er hier auch den Mut mit. Der Mut, dem ihm die ganzen Jahre vielleicht sogar gefehlt haben. Ja. Dann schauen wir hier auch noch auf die Unterseite und da haben wir die 6 der Münzen. Das Geben und das Nehmen. Und ich denke, dieses Reinbalancieren, ne, auch hier mit der Gerechtigkeit, ne, Waage-Energie, das ist schon etwas, was ungewohnt für ihn sein wird. Warte mal, wir müssen doch eigentlich auch Waage-Vollmond haben nächstes Frühjahr. Ich lusche gerade mal in meinen Kalender. Ja, 13.04. Waage-Vollmond. Fällt mir gerade ein, ne? Ich meine, gut, wir haben die Fische hier. Fische-Neumond wären am 28.02. Ja, 14.03. Das könnte hier so der Turnus sein, ne? Vom Winter in den Frühling. Ich würde sagen, ich gebe euch beiden jetzt noch einen Seelenimpuls mit auf die Reise. Einen für dich, einen fürs Gegenüber. Liebes Universum, erstmal einen Seelenimpuls für die Zuschauerseite. Erkenne die Kraft der Veränderung in deinem Leben. Wie die Schmetterlinge sich aus ihren Kokons befreien und in neuer Schönheit erstrahlen, so darfst auch du dich wandeln und transformieren. Erlaube dir loszulassen, was dich begrenzt und öffne dich für neue Möglichkeiten und Chancen, die sich dir bieten. Jeder Wandel bringt Wachstum und Erneuerung mit sich. Sei mutig, dich zu verändern und vertraue darauf, dass der Prozess sich zu einem noch strahlenderen Selbst führen wird. Die Veränderung ist der Schlüssel zur Entfaltung deines wahren Potenzials. Mhm. Und dann hätte ich gerne noch eine fürs Gegenüber. In den Verletzungen der Vergangenheit liegt die Möglichkeit zur Heilung und Transformation. Erlaube dir, die Wunden, die du mit dir trägst, anzuerkennen und ihnen mit Mitgefühl und Liebe zu begegnen. Indem du dich deinen vergangenen Verletzungen stellst und sie loslässt, kannst du Platz schaffen für inneren Frieden und Selbstheilung. Vertraue darauf, dass jede Narbe, die du in dir trägst, eine Erinnerung an deine Stärke und Widerstandsfähigkeit ist. Erlaube dem Licht der Heilung, in deine tiefsten Wunden einzudringen und sie mit Liebe zu umhüllen. Möge die Kraft der Vergebung und des Loslassens deine Vergangenheit heilen und dich auf dem Weg zu innerer Ruhe und Freiheit begleiten. Wie passend ist das bitte? Wie passend ist das bitte? Also, spannende Energien hier. Spannende Energien. Das ist, also da bin ich richtig gespannt, wer sich da drin wiederfindet.
Da würde ich mich natürlich über regelmäßige Updates hier unter diesem Video freuen, weil das ist schon eine sehr, sehr interessante Energie, ne? So ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, dann kommt hier nochmal so ein kleiner Vampir rein. Schatzilein geht hier in die Transformation, erlaubt sich ins Gefühl zu gehen und dann ist hier ab Frühling auf jeden Fall Kuschelkurs angesagt zwischen euch beiden Hübschen. Da führt dann kein Weg dran vorbei. Also, finde ich klasse. Das ist so typische Transformationsenergie. Also ich muss wirklich sagen, typisch. Ich habe ja doch mit vielen Leuten, das ist eigentlich Wahnsinn, ne? Wenn ich mal so drüber nachdenke, wie vielen Leuten ich jetzt hier schon Legungen gegeben habe, plus noch die öffentlichen Legungen dazu, ist das schon Wahnsinn eigentlich. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Und aber es passt. Es passt jetzt im Herbst mit dem Erwachen. Ich will in die Liebe gehen und dann im Frühling, ja, mit dem Neustart quasi dann tatsächlich in die Liebe zu gehen, in die eigenen Gefühle zu gehen und sich das einzugestehen. Das ist schon schön. Was liegt hier unten drunter? Emotionale Heilung, kleiner Kummer, Wunschbrunnen, Wände einleiten, fruchtbaren Boden gut machen, Verbindung aufbauen. Stab König, Souveränität. Was haben wir da? Oh, guck mal, im Sommer könnte es heiß werden. Im Sommer könnte das hier richtig heiß werden. Da wird das Gegenüber munter. Was haben wir da drunter? Ja. Ja, neue Inspiration, Klarheit. Jetzt schmeiße ich die schon damit drauf. Also, das sieht da drunter auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Also, jemand reicht dir das Herz. Und du musst hier auch noch ein kleines Thema lösen. Ich bin jetzt raus, Kinders. Ich sage auf jeden Fall wie immer, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein, fürs Liken, Kommentieren, Abonnieren. Danke, dass ihr mir beim Wachsen helft. Und wir sehen uns heute Abend spätestens wieder zur nächsten Tagesbotschaft, beziehungsweise heute Nacht oder morgen früh, wann auch immer du die dann siehst. Ich bin gespannt, was sich zeigt und ja. Jetzt erstmal viel Spaß beim Prozess für all diejenigen, die sich hier drin gefunden haben. Bis später vielleicht, ihr Lieben, oder bis zur nächsten Legung. Macht's gut.